Eine sichere Schneehöhle. Hallo, hier ist der Ralf von Jütland. Ihr seht mich hier sitze in einer kleinen Schneehöhle. Wir sind hier in Matton, das ist in der Schweiz, in Graubünden. Etwas oberhalb, ich sag mal knapp 2000 Meter hier. Es hat Schnee en masse. Und das hat mich einfach auf die Idee gebracht, eine kleine, sichere Schneehöhle zu bauen. Die ist jetzt gerade so groß, dass ich einigermaßen aufrecht drin sitzen kann. Wenn man etwas zusammenrückt, würde hier jetzt zwei Personen reinpassen. Die ist jetzt so angelegt, dass ich hier eine Schneewächte gesucht habe, die einfach genügend Material versprochen hat. Kann man so nicht so richtig anteste immer, wie weit komme ich wirklich rein in der Schnee. Aber in dem Fall war einfach der Verwurf vom Gelände so, dass es zu erahnen war, dass hier jede Menge Schnee herangetragen worden ist. Und wenn man jetzt einen sicheren Unterschlupf sucht, um einfach vor einem Unwetter oder irgendwie in Deckung zu gehen, dann ist so eine Höhle in der Schneewächte eine schnelle und einfache Angelegenheit. Also für einen Iglu, der ist technisch viel anspruchsvoller und da baue ich viel länger dran, um die entsprechende Schutzmöglichkeit zu erreichen, bin ich mit so einer Schneehöhle einfach viel schneller. Zum Grabe ist natürlich toll, wenn ich eine Schneeschaufel, eine Lawineschaufel dabei habe. Damit geht sowas ruckzuck. Da kann ich auch ordentlich drin arbeiten. In dem Fall war mein Lawineschaufelersatz war hier ein einfaches Kehrblech. Damit habe ich dann angefangen zu graben. Und die Feinheiten mit einer Suppenkelle. Sowas tragt ihr natürlich im Notfall nicht mit euch rum, aber vielleicht habt ihr eine Tasse mit einer scharfen Kante oder ihr habt einen Blechteller, mit dem ihr hier einfach am Schnee kratzen könnt, dann seid ihr ziemlich schnell, ziemlich weit im Berg drin. Im allerschlimmsten Fall muss ich wieder Hände buddeln, aber das ist eine ziemlich kalte Angelegenheit. Also mit Handschuhen geht es richtig, mit der Hände komme ich nicht richtig vorwärts. Also was ihr braucht, ist tatsächlich irgendein Instrument, mit dem ihr graben könnt. Stecke. Tut es vielleicht zur Not auch. Das Wichtige bei so einer Schneehöhle ist, die Schneewächte sollte eine einigermaßen Stabilität behalten. Das heißt, ich muss gucken, dass die Wandstärke und auch die Überdeckung möglichst stark bleibt. Dann bleibt das Gebilde auch dauerhaft stabil. Der Boden in der Schneehöhle sollte etwas höher liegen als idealerweise sogar als die Eingangskante hier oben. Also man kann erst ein Stück nach oben graben und sich dann dort eine kleine Sitzfläche schaffen. Auf jeden Fall muss ein Luftabfluss oder ein Kälteabfluss nach unten quasi zum Gefälle hin, zum Berg raus zu existieren, so dass das, was ihr mit eurem Körper als warme Luft produziert, dass das tatsächlich auch die Chance hat, hier in der Schneehöhle dann auch zu bleiben. Weil euer Körper schafft es ganz gut, diesen Raum hier nachher auf eine Temperatur zu bringen, wo er zumindest nicht erfriert. Wenn ihr noch ein bisschen Ausrüstung habt, dann ist es vielleicht ganz geschickt, wenn ihr das Ding so macht, dass ihr auf dem Rucksack sitzen könnt, sodass ihr keinen Kontakt zum kalten Boden habt. Vielleicht habt ihr auch eine Isomatte oder einen Biwaksack oder im besten Fall sogar einen Schlafsack dabei. Schafft euch eine trockene Unterlage, wo ihr dann quasi euch warm eingepackt dann auch draufsetzen könnt. Und diesen Eingangsbereich hier, da könnt ihr einfach mit weiterem Schnee, den ihr hier in euch, könnt ihr euch auch Blöcke rausschützen und so weiter. Macht das Ding einfach zu, dann weht der Wind nicht rein, die warme Luft bleibt drin. Wichtig ist, dass eine Atemöffnung bleibt. Man könnte jetzt einen Skistock einfach hier nochmal rausstecken. An dem streicht die warme Luft entlang und der sorgt dafür, dass diese Öffnung dann noch aufbleibt. Falls es draußen schneit und windet, dann guckt drauf, dass die Öffnung offen bleibt. Wenn ihr zu zweit seid, empfiehlt es sich einfach auch eine Nachtwache einzurichten, bis ihr dann auch die Nacht und das Unwetter überstanden habt, sodass euch das Loch nicht komplett zu weit zuschneit. Also einer muss aufpassen, letztendlich. Wenn ihr habt, eine kleine Kerze könnt ihr hier auch betreiben.
die lässt sich gut irgendwo in der Wand unterbringen, oder ihr habt einfach im Boden ein bisschen mehr Platz, wo die Kerze da ist, weil auch diese Kerze bringt euch einfach noch so viel Wärme in diesen Raum rein, dass es fast schon, man könnte sagen, fast schon behaglich wird in dieser Notunterkunft. Ja, insoweit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Freue mich immer, wenn euch unsere Videos gefallen. Freue mich auch, wenn ihr in der Kommentare da lasst, ob ihr auch schon mal eine Schneehöhle gebaut habt. Vielleicht habt ihr da Erfahrungen, vielleicht mögt ihr da einfach auch noch ein bisschen was mit einfließen lassen. Wer schon in der Schneehöhle übernachtet hat, ist auch herzlich eingeladen, das da zu lassen und seine Erfahrungen dann auch zu posten. Muss ja nicht der Notfall gewesen sein. Vielleicht habt ihr einfach, wie ich auch hier, zum Spaß eine Schneehöhle gebaut und ihr habt sie ausprobiert dann auch. Ich freue mich, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst, abonniert unseren Kanal und bis dahin sage ich viel Spaß, euer Ralf von Jordan.